Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie an unserem Live-Webinar zum Thema IT-Security teilnehmen. Mein Name ist Gerhard Warneck. Ich bin Berufsgruppensprecher IT der UBIT Niederösterreich und darf Sie durch die nächste Stunde führen. Mit mir darf ich begrüßen Diplom-Ingenieur Gerald Korczak, unseren Experten, der heute eben das Thema IT-Security aufarbeiten wird, und darf Sie, Herr Korczak, bitten, auch sich kurz vorzustellen, damit unsere Zuhörer und Zuschauer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Bitte. Als erstes herzlichen Dankeschön für die Einladung, die Möglichkeit hier zu sein. Wie gesagt, ich bin Steirer, falls man das noch nicht gehört hat. Bin seit 20 Jahren in der IT-Branche drinnen, stellvertretender Spartenobmann der Sparteninformation Consulting in der Steiermark und Sprecher der IT-Security Expert Group der Wirtschaftskammer Österreich. Und diese Gruppe beschäftigt sich eben mit ihren Mitgliedern mit den zentralen Themen der Informationssicherheit, um diese so aufzubereiten, dass die wirtschaftstreibenden Mitgliedsbetriebe der Unternehmensberater Informationstechnologen in diesem Bereich aktiv werden können, die neuesten Informationen haben und mit der Thematik ideal umgehen können. Sehr fein. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für die nächsten 60 Minuten, einen kurzen Abriss, was wird Sie erwarten. Einerseits wollen wir mal die Frage erörtern, warum ist Security oder IT-Security überhaupt wichtig? Welche Aspekte gibt es eigentlich zu dieser Themenstellung? Welche aktuellen Bedrohungsszenarien erleben wir zum Thema IT-Security oder Angriff an EDV-Systeme und Daten von Unternehmen, aber auch Einzelpersonen? Welche Maßnahmen können konkret gesetzt werden, um sich diesen Bedrohungsszenarien bestmöglich oder vor diesen Bedrohungsszenarien bestmöglich zu schützen? Wir haben versucht, das auch zu gruppieren in relativ einfache Maßnahmen, die grundsätzlich jeder treffen kann, die mit wenig Aufwand möglich sind, in eine Gruppe mittlerer Maßnahmen, wo es dann schon hingeht in Richtung professionelle Absicherung und dann wirklich so quasi die dritte Disziplin, die Königsdisziplin, fortgeschrittene Maßnahmen, und wollen zum Schluss dann noch schauen, warum macht es durchaus Sinn, sich hier mit Experten abzustimmen und dieses Thema Security oder Absicherung gemeinsam mit Experten eben aufzubereiten und letztendlich auch abzuhandeln und umzusetzen. Ja, Sie können natürlich gerne auch via Chat Fragen stellen, die bekommen wir hier eingespielt. Wir werden dann schauen, dass wir zwischendurch oder am Ende auch eine Reihe dieser Fragen beantworten können, also gerne auch interaktiv. Ich würde eben gerne einsteigen, warum ist das Thema überhaupt wichtig? Was hat das für eine Bedeutung? Das Wichtigste dabei ist, dass man auch sich zuerst einmal Gedanken darüber macht, in welchem Bereich die Informationssicherheit oder die IT-Security überhaupt arbeitet, um diese Frage direkt zu beantworten. Warum das auch ist eigentlich, seitdem es IT-basierende Systeme gibt, was jetzt doch schon ein paar Jährchen mehr ist, das ist, so. Ist das Bewusstsein nicht besser geworden, die Systeme sind nicht wirklich sicherer geworden und wir stehen eigentlich noch immer bei der Grundthematik des Anfangs. Ich habe eine Folie mitgebracht, also wie die Köche sonst sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Man muss, um diese Frage wirklich im großen Kontext beantworten zu können, sich vor allem auch einmal klar sein, vor allem auch für sich selbst in seinem Unternehmen, was ist mit dieser Thematik der IT-Sicherheit überhaupt gemeint. Da wird oft sehr vieles falsch verstanden, weil eigentlich es gibt ganz oben drüber die Thematik der Informationssicherheit. Das heißt, dass ich alle wesentlichen Informationen, die mir quasi den Wettbewerbsvorteil oder den Betrieb meines Unternehmens ermöglichen, dass ich diese Informationen sichere. Ob das jetzt digitale Daten sind, das Wissen, das ich in meinem Kopf habe als Geschäftsführer, wenn ich Mitarbeiter habe, das ist da unabhängig davon. Ich muss ja auch davon ausgehen, dass ich einmal keine Zeit habe. Ist für Kontrollfreaks dann recht schwierig, so wie für mich. Aber dann brauchen auch die anderen die Informationen, um agieren zu können. Die IT-Security ist ein Teilgebiet dieser Informationssicherheit. Da ist vielleicht ein bisschen ein kontroverser Ansatz von mir, aber dafür habe ich ja Sie, Herr Warneck, mich dann auch zu korrigieren. Aber die IT hat sich in diesem Bereich immer ein bisschen fälschlicherweise auch als Selbstzweck, als das Wichtigste, etwas behandelt und damit auch zu einer Fehlinterpretation geführt. Die IT-Security ist nur ein Teilgebiet der Informationssicherheit. Klarerweise, sie unterstützt die eigentlichen Geschäftsprozesse, bis auf IT-Dienstleister verdient mit seinem Rechner eigentlich kaum jemand Geld, sondern durch die Nutzung des Gerätes. Und das IT-Management wiederum, also die Obsorge, dass die Geräte alle funktionieren, ist ein Teilgebiet der IT-Security.
Wir haben momentan eigentlich diesen kontroversen Punkt, dass die Informationssicherheit separat betrachtet wird, die IT-Security betrachtet wird und das IT-Management, die Verwaltung, noch als ein separater Punkt betrachtet wird. Und das kann aber nicht funktionieren, weil diese drei Dinge eben ineinander eingreifen. Und hier noch ausführend, eben beim Informationssicherheit kennt wahrscheinlich jeder diesen Begriff des Wissensmanagements. Da geht es einfach darum, dass ich das Wissen, das vorrätig ist, verwalte und weitergeben kann und vor allem wieder weiter vermitteln kann, ohne Informationsverlust. Das ist in der IT schon schwierig, Daten zu übertragen ohne Verluste. Ich hoffe, der Stream funktioniert, ohne dass irgendeine Unterbrechung ist. Aber da geht es um diese Wissensvermittlung. Das ist eben auch etwas, was ich heute machen möchte. Und das Informationsmanagement, das heißt, meine Informationen verwalten, bevorraten, dort zur Verfügung stellen, wo sie sein sollten. Das kann ich mit IT-Systemen machen, muss ich aber nicht machen. Sollten wir bewusst sein, dass das eigentlich das zentrale Thema ist und warum auch die IT-Security so wichtig ist, weil sie ist mittlerweile der Speicher, der Träger der Informationen, der Daten eines Unternehmens. Kaum ein Unternehmen kann heute mehr wirklich zu 100% ohne irgendein IT-Gerät, sei es Mobiltelefon, Tablet, Notebook, Server, auskommen. Auch wenn man sagt, na, ich habe alles nur in der Cloud, das sind dann auch Computer. Kaum ein Unternehmen kann ohne das auskommen, um seine Informationen zu speichern. Und bei der IT-Security, da sieht man dann jetzt eben auch einen der wesentlichen Unterschiede. Die hat nicht als Aufgabe, Wissen und Informationen zu vermitteln, sondern sie zu schützen, sie zu sichern vor Fremdzugriffen, aber auch dafür zu sorgen, dass eben im Rahmen der Datensicherheit die Daten nicht verändert werden können, dass die Daten so sind, wie sie sein sollten, wenn sie auf der Gegenstelle ankommen. Und die IT-Sicherheit, die befasst sich dann mit allen IT-Geräten selbst. Und das IT-Management, das ist klassisch Client-Server-Kommunikation. Und da ist einfach, was man da jetzt auch sehen sollte, ist, die IT-Security steht eigentlich in diesem Mittelpunkt drinnen, die Informationen meines Unternehmens zu verwalten, zu bevorraten. Die IT-Security hat die Aufgabe, das zu schützen und ist der Unterbau, damit überhaupt die Verwaltung der Clients und der Server richtig gut funktionieren kann, weil sonst gehen meine Systeme recht schnell den Bach runter. Mhm. Und das ist dann einer der wichtigen Punkte dabei. Ich finde, Sie haben jetzt sehr schön herausgearbeitet, aus meiner Sicht drei Aspekte. Wir von der technischen Seite haben ja oft, sage ich mal, die sehr technische Perspektive, um nicht zu sagen, wir sind technikverliebt. Aber im Wesentlichen geht es ja darum, einerseits eine Struktur zu schaffen, wo das Thema Sicherheit eingebettet ist, Prozesse auch zu haben, um das Ganze nachvollziehbar zu machen und letztendlich dann natürlich auch technische Unterstützung zu haben, damit das auch abbildbar ist. Und mir gefällt ja beim Thema IT-Security dieses Datenschutz, Datensicherheit und IT-Sicherheit sehr gut, weil einerseits geht es darum, verlässliche Informationen und Daten zu haben, die eben nicht manipuliert werden oder wenn sie manipuliert werden, dass das auch auffällt, dass diese Daten vor unrechtmäßigem Zugriff geschützt sind. Mhm. Unrechtmäßiger Zugriff kann ja auch sein, dass es eine Berechtigungsstruktur im Unternehmen gibt und dass nicht jeder auf alle Daten zugreifen darf oder können muss. Muss nicht immer mit dem Angriff von außen zu tun haben. Und dann quasi natürlich auch die Absicherung sämtlicher Gerätschaft, die damit verbunden ist. Ich denke, es gibt aber einen weiteren Aspekt, der vielleicht auch rechtlicher Natur ist. Vollkommen richtig. Das ist der schwierige Aspekt dabei. Mit Rücksicht auf die Rechtsanwaltskammer an dieser Stelle. Ich bin kein Jurist, ich mache keine juristische Beratung. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, und das ist jetzt auch wieder recht interessant eigentlich, dass es für die meisten Unternehmer überraschend ist, dass sie hier gesetzliche Vorgaben haben. Und wir haben derer sehr, sehr viele. Also wir haben das Datenschutzgesetz mit primär § 14, § 15. Ich gehe nicht auf alle einzeln ein. Einerseits juristische Texte zu interpretieren, als Nichtjurist auch immer wieder zu interessanten Dingen führen kann. Ich empfehle aber jeden, sich einmal ins RIS hineinzuverbinden, das Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramts, ris.bk.gv.at, diese Paragraphen nachzulesen, wenn er sie nicht eh schon kennt. Es ist die Aufgabe eines jeden Geschäftsführers und damit auch eines jeden EPUs, eines jeden Ein-Personen-Unternehmens mit einem Mitarbeiter, meine ich jetzt, Kleinst-Kleinunternehmen, diese Gesetze einzuhalten. Das heißt, den Schutz der eigenen Daten, aber auch den Schutz der Kundendaten sicherzustellen.
Das Datenschutzgesetz geht aber noch weiter, insofern, dass es auch das Unternehmensgesetzbuch gibt. Und das Unternehmensgesetzbuch, § 14, 216, auch Vorschriften enthält, dass die Unternehmensdaten sicherzustellen, dass ich hier nach dem neuesten Stand der Technik Obsorge halten muss, dass meine Systeme aktiv sind, dass ich gegenüber dem Kunden agieren muss. § 118a Strafgesetzbuch macht noch den Tatbestand dessen, dass Daten abhanden kommen und Daten anderen zugänglich sind, wenn ich meinen Pflichten nicht nachkomme. Und wir haben natürlich, was man vor allem durch die Website-Thematik kennt, und da ist die Wirtschaftskammer ein unterstützendes Element, weil wir diese Hinweise auf der Webseite des Impressums hier zur Verfügung stellen über das Firmen A bis Z, der § 5 E-Commerce-Gesetz und 25 Mediengesetz. Und da war auch schon einmal einer dieser spannenden Punkte, dass wenige wissen, also viele wissen mittlerweile schon, dass sie ein Impressum auf ihrer Seite haben sollten. Wenige wissen allerdings, dass gemäß Unternehmensgesetzbuch das auch auf die E-Mails auswirkt, dass ich auch da ein Impressum haben soll und dass es hier wirklich auch mit schmerzhaften Strafen verbundene rechtliche Rahmenbedingungen gibt, sich daran zu halten. Aber wie so oft bei juristischen Themen, solange nicht ein Verfahren da ist, ist die Frage, ob das Gesetz überhaupt aktiv ist und ob man sich daran hält. Es gibt bei uns keine wirklich größeren Prozesse, zumindest mir bekannte, wonach das hervorgehen würde, außer bei den Impressumspflichten, da schon. Aber sonst über den Datenverlust gibt es, wenn überhaupt, Verfahren, dann eher nur stillschweigende Verfahren. Aber wir haben eine Fülle an rechtlichen Rahmenbedingungen. Dazu kommt jetzt auch die neue Datenschutzverordnung auch noch dazu, betrifft vor allem größere Unternehmen mit Meldepflichten, Informationspflichten. Da tut sich gerade auch sehr, sehr viel auf EU-Ebene. Da sollte man sich bewusst sein, das ist nicht einfach nur Kastel, das man bedient mit einer Tastatur, das ich mir mal schnell irgendwo kaufe, sondern ich habe da drauf Kundendaten, wichtige Daten drauf, sensible Daten vielleicht auch, Daten, die dem Datenschutzgesetz im Unterliegen, weil sie sensibel sind, da muss ich mich auch ans Gesetz halten. Ich denke, diese beispielhaft 7 Paragraphen oder Gesetzesauszüge, die Sie hier genannt haben, zeigen ja schon, wie komplex das Thema letztendlich ist, welche auch rechtlichen Verpflichtungen man eingeht, wenn man Daten verarbeitet, wie das so schön altmodisch heißt. Und wenn man sich jetzt das Thema Digitalisierung, Internet of Things, das ist ja momentan in aller Munde, sprich, es heißt, das Zusammenwachsen zwischen Kunden, Lieferanten und vielleicht auch einem Lieferantennetzwerk mit mehreren Partnern wird digital immer intensiver. Da gibt es immer mehr Abhängigkeiten, da gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, die ich berücksichtigen muss. Darüber aber hinaus natürlich auch individuelle Verträge. Viele IT-Dienstleister sind als Outsourcer tätig und gehen hier Vereinbarungen mit ihren Kunden um, wie mit Informationen dieser Kunden verfahren wird. Mhm. Also da steckt schon eine große Mächtigkeit dahinter und da muss ich mir wirklich bewusst überlegen, wie gehe ich mit diesem Thema um, welche Maßnahmen setze ich, damit das in einem rechtskonformen und in einem vertragskonformen Rahmen letztendlich auch passiert. Ich glaube, Sie haben eine Information mitgebracht, wie die Unternehmen das selbst sehen, also quasi wie abhängig sie eigentlich von Informationen und vom Umgang mit diesen Informationen sind. Ja, das habe ich vor allem aus dem Grund mitgebracht, ich bleibe noch ganz kurz hier, weil einerseits jetzt so die gesetzliche Vorgabe ist. Viele Unternehmen gehen aber mittlerweile auch her und wälzen beispielsweise das Risiko der IT auf Versicherungen ab. Ja, die können einen finanziellen Schaden abdecken, aber eigentlich bräuchte es diese ganzen Gesetze ja nicht, wenn man sich anschaut, die KAPSCH hat für den kleinen und mittelständischen Sektor in Österreich eine Umfrage gemacht 2013 und hat hier einen Anteil von 67,3% festgehalten, der sehr IT-abhängig ist. Sehr IT-abhängig heißt in dieser Kombination, dass die Firmen quasi ohne IT nicht arbeiten können. Und an dieser Stelle klingt jetzt vielleicht eher fehlgeleitet unter Anführungszeichen, aber an dieser Stelle würde ich sagen, das Ganze mal vergessen, ob Paragraph oder nicht Paragraph, sondern einfach für sich rein, nur mal sagen, wenn alles, was ich auf einem Rechner gespeichert habe, nicht mehr verfügbar ist und sei es nur für 24 Stunden, wie weit komme ich dann in meiner Arbeit noch? Mhm. Wenn ich diese Frage damit beantworten kann mit, ist kein Problem, dann gehe ich schwimmen, weil ich habe so hohe Reserven am Konto, dann ist das auch eine Option. Für die, die die Frage jetzt so beantworten können, die können aussteigen, da wird jetzt nicht viel mehr Information kommen. Die anderen, wäre schön, wenn sie uns weiterhin begleiten. Aber daraus sehe ich dann eben für mich,
wie abhängig bin ich von den Geräten eigentlich? Und diese Studie, damit man es dann auch wirklich einmal sieht und visualisiert hat, 67% sehr abhängig. Das heißt, sie können eigentlich ihren Betrieb ohne IT nicht mehr fortführen, ihre Kunden nicht bedienen. Da bräuchte es diese Gesetze gar nicht, weil jeder von uns hat eigentlich ein Interesse daran zu arbeiten, Geld zu verdienen, seine Kunden gut und nach bestem Wissen und Gewissen zu betreuen. Und kann ich das nicht, möchte ich eigentlich nicht zusperren, nur weil meine Geräte nicht da sind. Ich sehe, wir haben eine erste Frage zum Thema, ein PC wurde gesperrt und man hat quasi ein Lösegeld bezahlen sollen, damit der wieder frei ist. Mhm. Das ist ein sogenannter Ransom-Angriff. Ich würde die Frage gerne kurz parken, wir werden sie dann beantworten. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht überrascht, dass das die erste Frage ist, die kommt. Das ist momentan wirklich ein brandaktuelles Thema, das trifft Einzelpersonen, trifft aber auch große Unternehmen. Die Telekom Austria war ja da vor ein paar Wochen auch in den Medien mit einem ähnlichen Vorfall. Also wir werden die Frage in ein paar wenigen Minuten beantworten. Ich würde gerne noch, also wir sehen eigentlich aufgrund gesetzlicher Natur und aufgrund betrieblicher Natur müsste jedes Unternehmen eigentlich top vorbereitet sein und alles ganz sicher sein, weil die Notwendigkeit ist einfach gegeben, die kann man nicht wegdiskutieren. Jetzt glaube ich aber, und durchaus auch aus persönlichen Gesprächen mit Kunden und Unternehmen, das Bewusstsein ist nicht immer ganz so toll ausgeprägt. Da gibt es schon ein paar Lücken und ein paar Mängel. Wie sehen Sie das? Definitiv, das beschäftigt uns beispielsweise in der IT-Security Expert Group auch immer wieder, weil wir von hochtrabenden Lösungen reden. Also hochtrabend, natürlich, da sitzen Experten, Technikfreaks zusammen. Und wir setzen auf Punkten auf, wo eigentlich die Unternehmer noch gar nicht sind. Also das Bewusstsein, wie kritisch das mit den Daten ist, ist überhaupt nicht vorhanden. Zum Teil ist die IT da selbst schuld, weil man es immer wieder richtet. Aber man hat hier einfach vier Faktoren, die auf dieses mangelnde Bewusstsein einwirken. Und zwar, wenn ich jetzt von oben beginne, sorgloser Umgang mit Mail und Internet führt, ist implizit auch ein Schwerpunkt, warum diese Krypto-Ransomware-Tools durchgehen teilweise. Aber auch diese Naivität, mit diesem Medium umzugehen und da wird schon nichts passieren. Immer diese Grundhaltung, es passiert wenn dem Nachbarn, die ist da gegeben. Die IT selbst ist nicht sehr hoch wertgeschätzt. Also es gibt da grundsätzlich das Zitat, dass der IT-Techniker weniger wert ist als die Putzfrau, weil man den Schmutz eher sieht als das, was bei den Geräten ist. So eine harte Aussage. Und das ist aber etwas, womit wir wirklich kämpfen, weil es wird kaum wertgeschätzt. Also wir gehen auf den Punkt eh auch noch ein und Profis, also Professionisten aus der Branche versus Anfänger bzw. günstige Arbeitskräfte. Warum? Und die IT, sie darf nichts kosten. Primär ist einmal so eine Anforderung. Sie muss aber funktionieren. Man gibt sich in ein falsches Gefühl der Sicherheit, weil das höchste Gefühl der falschen Sicherheit oder wo man sich denkt, mir kann nichts passieren, ist, wenn ich auf meinem Rechner gar kein Antivirenprogramm drauf habe, weil dann weiß ich gar nicht, ob was auf meinem Gerät ist, dann fühle ich mich sehr, sehr sicher. Und eben, dass es keine Konsequenz bei Datensicherung gibt oder dass da das Verhalten nicht konsequent ist. Wir wissen auch aus Erfahrung, auch aus unseren Branchenkollegen, man richtet bei einem Kunden ein System ein, das ist am Anfang einmal schön, das ist fein, das funktioniert vielleicht 2-3 Wochen, aber das dann wirklich überprüft wird, hat das Backup funktioniert, sind alle Daten da, wird es zurückgespielt, greifen alle Mechanismen, sind die Mitarbeiter noch entsprechend aufmerksam bei dem, was sie surfen, was sie anklicken, halten sich alle an die Regeln. Das fällt dann nach unten, weil es ja eh funktioniert. Das ist so ähnlich wie beim Auto, solange das Auto funktioniert, fahren die wenigsten in die Werkstätte, bei den Autos gibt es aber noch eine TÜV-Plakette. Gibt es bei der IT nicht. Bei der IT ist das dann maximal dann, wenn sie in der Buchhaltung abgeschrieben ist, vielleicht auf dem Erinnerungscenter oder weniger. Gut, es gibt schon in großen Unternehmen durchaus Auditprozesse, die natürlich auch evaluieren, wie ist der Gesamtstatus der IT. Sicherlich in kleineren bis mittleren Unternehmen wird das nicht regelmäßig oder vielleicht manchmal sporadisch oder dann eben im Rahmen eines Vorfalls gemacht. Ich habe auch Unternehmen erlebt, die haben die Personalverrechnungsdaten von über einem halben Jahr verloren. Was das heißt, das nachzubuchen und nachzupflegen, glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Also das ist schon ein gehöriger Aufwand, der natürlich jetzt im negativen Sinne in keinem Vergleich dazu steht, wenn ich vernünftig in meine IT investiere und mich eben so absichere, dass so etwas nicht passiert. Wir haben eine Frage, die recht
interessant finde, stimmt es, dass bei einem weltweiten IT-Ausfall die Wirtschaft innerhalb von drei Tagen zusammenbrechen wird. Ich bin jetzt zwar kein Anhänger von Weltverschwörungstheorien, aber das Thema Cybersecurity ist ja ein Thema, das durchaus auch sehr stark auf politischen Agenten steht. Wir leben leider momentan in einer doch unsichereren Zeit, als das vielleicht nur vor 10, 15 Jahren der Fall war. Terroristische Angriffe sind immer wieder ein Thema und finden leider Gottes statt. Es ist eher wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis auch technisch kritische Lokationen, Gebäude oder Einrichtungen davon betroffen sind. Und wenn man sich überlegt, dass heute eigentlich das Thema Verkehr, das Thema Bankwesen, das Thema Gesundheit und viele andere Themen von der IT abhängen, kann man sich schon vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob man das ganze IT-System der ganzen Welt auf einen Schlag lahmlegen kann, das scheint mir doch etwas zu groß gegriffen zu sein, aber dass man einzelne wesentliche Nervenstränge trifft und kappen kann und dass dadurch durchaus temporär große Schäden und große Herausforderungen entstehen, ich glaube, das ist ein realistisches Szenario. Sie haben... Darf ich da kurz? Natürlich, bitte. Weil der große Vorteil ist, dass die Thematiken Blackout und Cybercrime bei mir durch den militärischen Hintergrund auch meine Steckenpferde sind, beziehungsweise die zwei Hauptforschungsthemen, mit denen ich mich auf wissenschaftlicher Ebene auch beschäftige. Und da noch ganz kurz, man muss das differenzieren, ob Sie von einem kompletten Ausfall der IT-Techniksysteme reden, des Internet reden oder von einem Stromausfall-Szenario. Die drei muss man einerseits einmal voneinander unterscheiden. Die sind abendfüllend, da kann man, könnte man separat noch einmal darüber reden. Natürlich ist es eigentlich logisch, wenn man jetzt davon ausgeht und sagt, weltweit würde die Internetkommunikation zusammenbrechen, dann bricht uns das Hauptverbindungsmittel, das Hauptkommunikationsmittel mit weg. Und die drei Tage sind dann fast noch ein bisschen optimistisch, wenn ich davon ausgehe, wie die meisten reagieren, wenn ihre E-Mails einmal für 3 Stunden nicht funktionieren oder Leute auch schon SMS hinterher schicken, um jemanden zu informieren, dass er einem eine Mail geschrieben hat, um ihn dann anzurufen, dass er einem eine SMS geschrieben hat. Was ist Mail und was ist SMS? So in die Richtung. Und das ist da natürlich ein Faktor, dass die Wirtschaft nicht mehr miteinander kommunizieren kann. Zu den Bereichen Cybercrime, Cyberterrorism, Cyberwar, das sind ja auch unterschiedliche Bereiche. Cybercrime haben wir ohne Ende. Die letzten Ransomware-Tools haben das auch bewiesen. Cyberterrorismus kommt eher selten vor, weil die Terroristen, auch nach Auffassung der meisten Analysen, Geheimdienste, die Terroristen nutzen diese Netzwerke ja selbst. Also ob es Al-Qaida ist oder so andere. Also terroristisch weniger. IT-Ausfall selbst, ja, hochkritisch, und Strom ist momentan die höchste Komponente. Also Strom-Blackout, das wollte ich noch einwerfen. Okay. Ich weiß, es ist ein anderes Thema. Nein. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiges und vor allem ein Thema mit einer sehr großen Breitenwirkung, wenn tatsächlich so ein Angriff oder so ein Vorfall eben passiert. Wir haben jetzt beide jeweils einmal das Thema Ransomware in den Mund genommen. Vielleicht erklären wir ganz kurz, was das ist. Mhm. Also im Prinzip ist das eigentlich... sind Schadprogramme. Die jetzt aufgekommen sind, das sind die sogenannten Crypto-Ransomware-Tools. Das heißt, es nistet sich ein Schadprogramm auf einem Rechner ein, um diesen dann zu verschlüsseln. Es hat früher mal diesen Polizeitrojaner gegeben, der auch von angeführt wurde. Bei dem war die Situation noch etwas anders auch, weil die Verschlüsselungen durchaus zwar schon komplex waren, aber diese neuen Varianten, die jetzt 2016 uns im Atem gehalten haben, waren auf einem ganz anderen und wesentlich höheren Level. Also einerseits nur von der Vorgehensweise, damit man sich das vorstellen kann. Es hat angefangen mit Makros im Word. Das heißt, wenn ich habe ein Word-Dokument bekommen, habe das geöffnet. Im Hintergrund waren diese automatischen Abläufe innerhalb des Dokumentes, die mit einem Schadprogramm verseucht waren. Ist aber so weit gegangen, dass es bis zu einem Mouse-Over in der E-Mail dann war. Das heißt, ich habe nur mit der Maus drüber fahren müssen, um das zu aktivieren, nachzuladen. Es ist versehen gewesen mit einem Zeitsteuerungsmechanismus. Das heißt, es ist erst nach einigen Tagen in Aktion getreten, hat sich von sogenannten Command-and-Control-Servern, also seinen eigenen Update-Servern, im Internet neueste Versionen geholt, dann das System verschlüsselt. Und da muss man jetzt eigentlich sagen, Hut ab. Diese Verschlüsselung sollten viele Unternehmen eigentlich anfangen einzuführen.
Es war Zwei-Faktor-Authentifizierung, privater Key, öffentlicher Schlüssel. Sie haben ein Schlüsselaustauschverfahren gemacht über den Server. Das war einer der Momente, wo man noch was gegen den Virus tun hätte können, wenn die Einstellungen auf der Firewall auch so gewesen sind, dass man mitkriegt, der kommuniziert nach außen, der holt sich jetzt den Schlüssel. Dann ist er nämlich übertragen worden im Klartext und man konnte ihn verwenden zum Entschlüsseln. Und dann ist die Festplatte verschlüsselt worden in einem sehr, sehr hohen Standard. Es hat dann für ein paar Varianten davon Entschlüsselungsmodule gegeben, für die meisten nur die Möglichkeit einzuzahlen. Da sind dann die Kriminellen auch recht schnell drauf gekommen, dass das bessere Geschäftsmodell ist, zahlen zu lassen, nur ein paar Dateien zu entschlüsseln und dann zu sagen, ups, bitte nachwerfen. Das ist, was da vor allem ist, ist, dass das Potenzial, das kriminelle Potenzial wesentlich professioneller mittlerweile geworden ist. Der Hintergrund, also wirklich mit der kompletten Infrastruktur, dass das Ganze im Internet aufzukaufen war, dass ich Ableger mir auch in diesen entsprechenden Foren kaufen konnte, um selbst dieses Geschäftsmodell zu verfolgen, ist es sehr interessant. Aus dem Parallel noch betrachtend, wie der Bitcoin-Kurs, also diese digitale Währung Bitcoin, nach oben gegangen ist. Und ich glaube, mittlerweile ist er irgendwo wieder bei 450. Am Anfang der ganzen Geschichte war er bei 258 Euro. Also doch ganz gut für so einen Wechselkurs. Definitiv. Und das ist eigentlich da der Ausgang. Diese Verschlüsselungsviren, also Ransomware ist ja eigentlich nichts anderes als Schadprogramm, die sind 2016, nennen wir es einmal, der Burner schlechthin. Ich glaube, Sie haben jetzt ein paar spannende Aspekte da genannt. Das eine ist, dass diese Angreifer, diese Gruppe an kriminellen Personen mittlerweile hochprofessionell ist, technisch extrem gebildet ist, also die können wirklich Produkte unter Anführungszeichen auf den Markt werfen, die schwer zu knacken sind oder nur mit einem sehr, sehr hohen Aufwand zu knacken sind. Mhm. Das Zweite ist, dass das nichts Statisches ist, wo quasi ein Angriff erfolgt und wenn der nicht quasi geklickt wurde, also aktiviert wurde, kann das durchaus sein, dass sie das später aktiviert und sogar noch in einer abgedateten Variante, also ein sehr dynamisches Vorgehen eigentlich. Und natürlich auch ein Vorgehen, wo es darum geht, maximal abzuzocken, um das ein bisschen salopp zu sagen. Die sitzen natürlich nicht irgendwo ums Eck, wo man dann diesen Kriminellen relativ rasch habhaft wird, sondern die sitzen irgendwo meistens gar nicht erreichbar. Und der Herr Weichselbaum hat es in seiner Frage ja geschrieben, er hat den Rechner dann neu aufgesetzt. Sämtliche Experten sagen eigentlich, ja, das ist die einzige Möglichkeit, also quasi das Gerät platt zu machen und neu aufzusetzen. Bedeutet aber natürlich, dass ich ein gescheites Backup brauche, um die Daten, die ich vorher drauf gehabt habe, wieder drauf zu haben und eigentlich nahtlos weiterarbeiten zu können. Habe ich das nicht oder ist das Backup sehr veraltet, habe ich ein Problem. Die Daten sind dann einfach weg. Ja. Richtig, beziehungsweise, was bei diesem Verschlüsselungsvirus ja auch noch die Thematik war, alle Netzlaufwerke, auf die der User Zugriff hatte, sind ja auch sofort verschlüsselt worden. Da sind wir bei einem der Aspekte, dass die meisten Administratorenrechte haben in ihren Netzen, außer es gibt eben entsprechende Strukturen dahinter, aber die meisten haben Administratorrechte. Und dann hat das System auch noch gleich die Serverdaten und falls das Backup als permanentes Laufwerk eingebunden war, auch dieses noch verschlüsselt, damit war das dann auch im Eck und im Bereich einfach nur ein Backup auszulagern, den haben die meisten auch vergessen. Mhm. Und es ist technisch definitiv so, dass der Laie keine Möglichkeit hat, außer dem komplett neu aufsetzen, das System wirklich komplett sicher zu machen von dem Virus. Und technisch ist der Aufwand, steht nicht dafür, dass ich das wirklich auch zu 100% sagen kann. Ich habe in jedem Eintrag alles gefunden. Da muss man ja auf die unterschiedlichen Betriebssysteme wieder Bedacht nehmen. Mhm. Auch hier ist eine Frage dazu gekommen, dass es unterschiedliche Systeme gibt, egal ob das Windows-basierend, iOS-basierend oder auch diverse Serverbetriebssysteme sind. Da gibt es natürlich unterschiedliche Zugänge. Als Moderator möchte ich ein bisschen schauen, dass wir am roten Faden weiter fortschreiten und uns vielleicht nicht zu sehr im Detail verlieren, wiewohl das natürlich wichtig und interessant ist. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, bitte. Wir haben jetzt einerseits einen Schwerpunkt angesprochen, wo es um Angriffe von außen geht. Ja. Mhm. Aber es gibt weitere Schwerpunkte. Es ist ja Sicherheit nicht immer nur mit einer kriminellen Handlung und einem Angriff verbunden, sondern es gibt ein paar weitere Aspekte. Welche sind das? Also die inhaltlichen Schwerpunkte des Schutzes von Systemen beziehen sich wieder, so wie ich vorher gesagt habe, der Kern des Ganzen ist die Informationssicherheit. Mhm. Das heißt, es geht immer um Ihre Daten und die Elemente, wo Wissen gespeichert ist. Ob das, und da ist jetzt wieder so ein Bereich nur auch, worauf man da immer schauen muss, auch Daten, das heißt auch Ihre E-Mails,
Das heißt Kalenderinformationen, das heißt ganz normale Dateien, mit denen ich arbeite, Buchhaltungsdaten, Webserverdaten, Datenbankinhalte. Und wie man es auch immer wieder feststellt, wenn man ein System neu installiert, dann sagen viele auch oft jetzt auf der Windows-Seite, in meinem Outlook, wenn ich da oben meine Adresse eintippe, das kommt nicht mehr automatisch. Mhm. Das ist eine Autovervollständigung, da muss ich entsprechende Dateien mitziehen, wenn es überhaupt geht, also geht nicht immer, aber 90% der Fälle funktioniert das schon, dass ich das mitziehe oder der Verlauf in meinem Browser ist weg, ich kann nicht mehr arbeiten. Mhm. Das sind Dinge, die muss man einem ITler natürlich auch sagen, weil uns sind das einfache Geschichten oder klar, ich habe einen Kontakt, ich habe ein Adressbuch, die Autovervollständigung im Outlook ist nicht, das sind einfach unterschiedliche Welten, da muss aber jeder sagen, was ist für mich eine Information, die ich brauche. So wie wir gesagt haben, Schadprogramme sind einerseits einmal der Bereich, der angreift. Die können mittlerweile, wie Stuxnet gezeigt hat, auch zielgerichtet sein für bestimmte Unternehmen, vor allem wenn sie einem dann auskommen. Diebstahl und Verlust ist natürlich, die physische Sicherheit wird speziell auch beim Messen sehr, sehr vernachlässigt. Es gibt Möglichkeiten, Schlösser anzuhängen. Sollte man jetzt die Variante nehmen, die nicht mit einer Klopapierrolle aufgehen. Das gab es nämlich, damit haben wir auch einmal experimentiert. Okay. Und man lässt es im Auto liegen, beim Mobiltelefon, man achtet nicht drauf, man lässt andere damit arbeiten, es ist nicht entsprechend geschützt. Diebstahl und Verlust, und da gibt es genug Statistiken und Studien, die auch aufzeigen, wie viele Mobiltelefone liegen gelassen werden in Taxis, was Notebooks verloren werden. Und Verlust natürlich auch Datenverlust, wenn mir jemand aufgrund eines Schadprogrammes Daten absaugt. Ist ja auch oft der Fall, dass der gar kein Interesse daran hat, mein System zu zerstören, wo man vorher beim Terrorismus, beim Angriff jetzt war, eine ähnliche Thematik, sondern der hat ein Interesse mitzulauschen. Was schreibe ich, was tue ich? Mhm. Ich glaube, dass gerade das Thema mobile Endgeräte ein ganz wichtiges Thema ist und deshalb möchte ich das auch noch unterstreichen, wenn Sie sich mal in einer ruhigen Minute hinsetzen und überlegen, welche Informationen Sie heute mit einem Smartphone, Tablet oder sonst einem kleinen EDV-Gerät mit sich herumtragen, wie gut die gesichert sind, wer potenziell Zugriff haben kann. Ja, also ich glaube, da steckt ein gehöriges Thema dahinter, wo es einerseits um das Bewusstseinsbildende geht, um wirklich vernünftig damit umzugehen, aber natürlich dann auch mit diversen Systemen, diese Geräte gut zu sichern. Das beginnt bei einem sauberen Code, der das Gerät schützt, bis hin dann zu Gerätemanagement-Applikationen, die sogar eine Fernlöschung und Ähnliches ermöglichen, wo man dann wirklich verantwortungsvoll einfach mit den geschäftlichen, aber durchaus auch privaten Informationen, die da drauf sind, umgeht. Richtig. Und das ist da jetzt ein Punkt, den ich am Schluss dann auch noch bringe. Gerade die Smartphones sind eine der Thematiken, die auch zu dem passen mit den unterschiedlichen IT-Systemen. Ich habe gerade bei den Mobiltelefonen unheimliche Befindlichkeiten, welches Betriebssystem man denn möchte. Und also ich habe zwar ein Betriebssystem, mit dem ich vorrangig arbeite, aber für mich ist das nur eine Sache dessen, womit fühle ich mich wohler beim Arbeiten. Mhm. Der Rest dann eher so Glaubenskriege. Mhm. Aber gerade im Smartphone-Sektor ist es entscheidend, ob ich mit einem iOS-System arbeite, mit einem Windows-Mobile-Phone, bei Microsoft da jetzt eher ein bisschen auf dem Rückzug ist, ob ich einen BlackBerry habe, die mittlerweile auch wieder am Kommen sind, ob ich Android habe. Das macht einen großen Unterschied, vor allem wie ich es in die Sicherheitsebenen einbinde. Bei den Android-Telefonen durch den offenliegenden Code natürlich eigentlich eher der Horror. Also jetzt nichts gegen das Betriebssystem ist, bevor dann gleich der Sturm losgeht. Mhm. Sondern ich muss da auch vorher mich absprechen und sagen, brauche ich wirklich das schnieke, nice Telefon für die geschäftlichen Dinge? Und hat dieser optische Faktor und diese ganze Haptik Vorrang vor der Sicherheit meiner Daten oder gehe vielleicht auf ein System, wo mein ITler auch sagt, das kann ich sicher einbinden. Mhm. Wir haben gerade bei den iPhones und bei den MacBooks, die ja immer wieder kommen, also bei den iOS-Systemen, ein System, wo ich primär arbeite damit und administriere in den Unternehmen, da haben wir die Problematik gehabt, dass die Windows-Administratoren damit nicht umgehen haben können, die Firmen wollten es haben, dann ist es Larifari eingebunden worden, ohne irgendwelche Sicherheitspunkte. Das heißt, das ist System und Smartphone ist da ganz ein wichtiger Punkt, wenn man eben auch bei dem Bereich seinen Zugriff tritt. Mhm. Wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem Gerät umgehe technisch und die Sicherheitseinstellungen nicht aktivieren kann, dann werde ich scheitern. Und da ist einfach bei den Systemen nur, also ich hoffe, ich werde nicht zu lange, aber sie stoppen mich. Bei den Systemen muss man nur auch eines verstehen, und da tun sich auch viele IT-Administratoren selbst schwer, wenn sie nicht auf ein System selbst fokussiert sind.
dass eine unterschiedliche Philosophie dahinter ist. Während Microsoft sehr universelle Systeme macht, die fast überall einsetzbar sind, die für jeden Anwender nutzbar sind, und Microsoft daher versucht, möglichst viel an Einstellungen vorzunehmen, um den User zu schützen. Man könnte auch von Bevormundung sprechen, wenn man jetzt da Open Source ist. Aber Microsoft hat eine andere Philosophie. Die gehen versuchen, den User zu schützen vor sich selbst, vor den Daten des Internet. Apple hat mit den macOS eigentlich immer schon eine andere Philosophie. Die sagen, es ist da, aber ob du es willst oder nicht willst, schalt es ein. Aber wir schalten es primär nicht ein für dich. Mhm. Da ist auch schon mal einer dieser Punkte, die Windows-User, die umsteigen, glauben, dann ist dort alles eingeschaltet. Es ist aber von Apple nicht, von der Philosophie her nicht so, weil Apple sagt, das ist anders. Und Open Source, je nachdem, welches ich nehme, ob ich jetzt rein GUI-basierend oder ohne GUI mit dem Terminal arbeite, ist es sowieso auch anders. Baue es dir selbst zusammen. Es ist durch die Community sicher oder nicht sicherer, das ist eine Philosophiefrage, da diskutieren eigene, gibt es die Open Source Expert Group, die ich gerne ans Herz legen möchte. Das ist dann quasi Eigenverantwortung. Bei Open Source Eigenverantwortung richtet es dich so hin, dass du sicher bist. Ich möchte das Stichwort Eigenverantwortung ganz kurz aufgreifen, weil mir jetzt während Ihrer Erklärung ein Gedanke gekommen ist. Es ist ja oft so, dass der normale User, der normale Anwender gar nicht das technische Wissen hat, um solche Fragestellungen beantworten zu können. Und ich denke, es ist schon noch Aufgabe von IT-Experten, egal ob das jetzt interne oder zugekaufte IT-Experten sind, die Dinge so einfach aufzubereiten, dass der Anwender versteht, worum es geht, dass er eben dementsprechend das jetzt auf das Security-Thema bezogen Sicherheitsempfinden überhaupt herausbilden kann und dementsprechend agieren kann. Ich glaube schon auch, dass es oft so ist, dass der Anwender überfordert ist von den sehr technischen Informationen, die er bekommt und dann sagt, okay, ich verstehe es eh nicht, ich mache einfach das, was ich bisher immer gemacht habe. Und insofern liegt da ein Stück Verantwortung natürlich auf der User-Seite, aber vor allem auch auf der IT-Seite, zu sagen, wir müssen die Anwendungen und wir müssen das Verwenden der Geräte und der Anwendungen so einfach und verständlich machen, dass der User damit auch gut im Sinne der Security verantwortungsvoll und sicher umgehen kann. Das ist richtig. Da besteht jetzt natürlich die Gefahr, dass ich mich weiter hinauslehne. Aber unsere Branche, die IT-Branche, damit natürlich auch die Interessensvertretung, haben einen großen Anteil an der Situation, wie er jetzt ist. Wir haben ein freies Gewerbe innerhalb der IT, was jetzt manchmal so lustige Situationen ist, wenn jemand bei einer LAB durchfällt, kann aber quasi gleichzeitig hinübergehen, wenn er alt genug ist und ein Gewerbe anmelden. Und wir haben es noch nicht geschafft, einen Differenzierungsmodus zu machen zwischen Professionisten, Nicht-Professionisten. Die Experts-Groups geben da Anhalt, dass die Mitglieder, die sich dort engagieren, einen höheren Level haben. Bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist, einer der wichtigen Aspekte, an dem jetzt unter Anführungszeichen beide Seiten fast gleichwertig schuld sind, primär die IT, weil sie nicht in der Lage ist oder ein IT-Techniker sich sehr, sehr schwer damit tut, in der Sprache seines Kunden zu sprechen. Nur ist es unfair, den Vorwurf jedes Mal dem ITler zu machen, weil ein Jurist, ein Arzt reden alle in der Semantik, die sie gewohnt sind, die sie aus dem Alltag gewohnt sind. Und wenn ein ITler dann einfach aus Fun oder weil er jünger ist, dann fast jeden Satz mit whatsoever beendet oder dann einfach von Bits und Bytes und das sind die Übertragungsraten und das ist überhaupt kein Problem. Wir können damit so und so viele Frames per Second, Bits in Millibit, Megabyte per Second Daten übertragen, dann haben wir überhaupt kein Problem mit dem Backup, dass der Kunde dann so, wie? Ja, ist die Branche muss, unsere Branche muss lernen, in der Sprache des Kunden zu sprechen. Vollkommen richtig, aber da ist jetzt wieder der Gegenpunkt. Wer ist denn bereit, einen IT-Dienstleister zu bezahlen, der sich auch so entsprechend fortbildet, dass er sich in den Systemen auskennt? Ich greife da jetzt den Punkt vor, wenn ich kurz darf, an einen der wesentlichen Grundunterschiede zwischen Experte und Nicht-Professionisten. Das ist einerseits einmal vor allem auch der Preis. Ich kann nicht erwarten, dass ich für 50, 60 Euro wirklich einen Techniker kriege, der auch auf dem neuesten Stand des Wissens ist, der auf die Systeme geschult ist und dann parallel auch noch erwarten, dass der sich in allen Systemen auskennt. Das ist ja mit so ein Punkt. Die IT hat angefangen, sich mehr oder weniger so als Bauchladen zu betätigen und man kann einen Drucker einbinden, man muss ein Mobiltelefon können, man muss einen Server können, man muss ein Notebook können. Das gab es ja früher nicht, da gab es die Serverspezialisten, gerade im Unix-Suiden-Bereich.
ist ja da mit einem Punkt, wenn ich Unix nicht angreifen kann, weil man mit dem Code nicht auskennt, dann lasst man es in Ruhe, weil das ist der Tour. Aber mit allem anderen spielt man rum, damit man Kunden hat, damit man überleben kann. Aber auf der Gegenseite ist ja niemand bereit oder wenige bereit, das Geld in die Hand zu nehmen, damit ich das mache. Sie haben mir gesagt, das hat ein Webinar zum Kollektivvertrag gegeben. Ne? Dann brauche ich mir nur anschauen, was muss ich kollektivvertragsmäßig zahlen, was kann ich dem an Wochenende einsetzen, an Überstunden ermöglichen, was muss ich in Schulen, ich müsste ihn auf Windows Server, Clients, die Mobiltelefone schulen. Das kann sie zu dem Stundensatz nicht ausgehen, den aber der Kunde auf der anderen Seite wieder erwartet und dann aber auch das rundum, so sie Sorglospaket haben möchte. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Ist ein wichtiger Aspekt. Ich würde gerne ein plakatives Beispiel nennen. Eben so nach dem Motto, suche ich mir jetzt wirklich einen profunden Experten mit einer guten Kompetenz. Wenn ich das im Gesundheitsbereich oder im Finanzbereich beantworte, wird jeder sagen, natürlich, also ich gehe zu einer vertrauensvollen Bank, wobei vertrauensvollen und Banken momentan auch so ein bisschen ein Thema ist, ob das wirklich stimmt. Aber man geht natürlich zu einem renommierten Bankhaus und versucht dort seine Bank- und Finanztransaktionen gesichert geliefert zu bekommen. Gesundheit gleich, sie würden nicht zum Kurpfuscher gehen oder zu irgendjemandem ums Eck, der da vielleicht irgendwelche Kräuter oder sonstigen Heilkünste macht. Nichts gegen Kräuter, Heilkünste und alternative medizinische Methoden. Aber man geht zu einem Professionisten, der eine profunde Ausbildung hat und der sich mit seinem Metier auskennt, egal ob das jetzt Kräuter, Pharma oder Spitalsthemen sind. In der IT ist es oft nicht ganz so. Also da nimmt man manchmal die vermeintlich günstige Lösung ums Eck. Das Problem, das aus meiner Sicht da mitschwingt, ist, dass die Konsequenzen oft erst später sichtbar werden und nicht im ersten Moment sichtbar werden und dann oft das große Zähneknirschen auch stattfindet. Ich denke, da ist ein professioneller und auch tatsächlich Kosten-Nutzen in einer guten Relation sehender Zugang von beiden Seiten notwendig. Einerseits, dass wir als Dienstleister wirklich eine seriöse und qualitativ hochwertige Beratung und Umsetzung liefern, sprich auch das umsetzen, was der Kunde tatsächlich verlangt, weil das ist ja auch oft der Faktor, wo ich quasi die Summe, was es tatsächlich kostet, stark beeinflussen kann, eben nicht das Rundum-Sorglos-Paket, das dann so viel kostet, sondern gezielt auf die Fragestellungen und auf die Problemstellungen, die der Kunde wirklich mitbringt. Und natürlich ist auch von Kundenseite ein gewisser Realitätssinn notwendig und zu sagen, wenn ich eine für mich wichtige Fragestellung oder Problemstellung gelöst haben möchte, dann suche ich mir auch jemanden, der tatsächlich eine kompetente Antwort darauf gibt. Und das kostet natürlich auch einen fairen Preis im Sinne von, der lässt meinen Partner leben und garantiert mir aber wertige Leistung. Wertig, das ist also ein Thema, wir haben es bei der Einleitung angesprochen, wir wollen so ein Stück, und wir sind jetzt in den letzten 20 Minuten, Lösungsszenarien auch noch zeigen, gestuft nach einfachen, mittleren und dann sehr, sehr intensiven Lösungsvarianten. Vielleicht können wir da ein Stück reinschauen in die Themenstellungen. Ich springe über die Punkte dann drüber und spreche sie an. Missbrauch, Infrastruktur ist klar. Was sind diese Mindestanforderungen? Die sind primär in der IT-Infrastruktur beheimatet. Und sind wir auch wieder bei der Thematik eben des IT-Dienstleisters. Die Visualisierung dessen, was getan werden muss. Keiner wird wegen Kopf jetzt zum Zahnarzt gehen, aber bei der IT schon. Und da ist einer der Grundthemen, die man sich einmal ausmachen muss, ist, gibt es einen Wartungsvertrag? Habe ich jemanden, der sich permanent und regelmäßig um meine Systeme kümmert, mit einer Reaktionszeit, oder gibt es das nicht? Und nur, weil ich jemanden anrufen kann und ihm sagen kann, ich habe eine Störung, komm jetzt bitte zu mir, löse das Problem, das ist kein Wartungsvertrag mit einer Reaktionszeit. Weil was passiert, wenn jetzt der nicht kann, hat der eine Vertretung? Alle sind mir nur Menschen. Vielleicht ist er krank, hat keine Vertretung, er ist irgendwo unterwegs oder er sitzt gerade selbst bei einem Kunden. Da ist auch wieder so eine Thematik, ganz ein wichtiger Aspekt. Wenn es brennt in meinem IT-System als Unternehmen, dann möchte ich natürlich rasch eine Lösung haben, um schnell weiterzuarbeiten. Und da auch für jeden einfach bitte mal sich zu überlegen, wenn meine Systeme ausfallen, jetzt in dieser Minute, ich schalte alle Systeme ab, und was kostet mir dieser Stillstand in einer Stunde, in zwei Stunden, in drei Stunden? Diese Summe X
dann einmal in Relation zu dem setzen, ob es mir nicht was wert ist, jemanden, und wenn es nur 30 Euro sind, zu geben, dass er kommt. Das ist einer der wichtigsten Aspekte. Der Rest baut darauf auf, nämlich eben diese maximale Ausfallszeit zu definieren. Wie lange dürfen meine Systeme ausfallen, bis wieder wer kommt? Die jährlichen Kosten, das finde ich auch wieder sehr, sehr verblüffend, aber auch wieder teilweise Schuld innerhalb unserer Branche. Man muss auch visualisieren, was kostet mir eigentlich diese IT im Jahr und planen. Mhm. Was brauche ich für Investitionen in den nächsten Jahren, damit es nicht immer so als Schockzustand daherkommt, hoppla, ich brauche jetzt um 5.000. Durchaus auch in Relation setzen, zum Beispiel zum Umsatz, damit man da eine Größenordnung hat und nicht nur den absoluten Betrag, weil die Betrachtung ist halt dann, kann zu kurz greifen. Richtig, also kaum jemand plant sein Unternehmen auf Zufall, sondern jeder hat Investitionspläne, aber die IT ist so ein Just-in-Time-Delivery. Jetzt ist es kaputt, jetzt kaufen wir es. Manchmal ist es so. Ja. Druckermanagement ist ein wichtiges Thema, weil nach wie vor viele Firmen Geld bei den Papierkosten, bei den Druckkosten mit zum Fenster rauswerfen. Mail-to-Fax ist nach wie vor immer noch so ein Thema, dass ich ein Fax nicht als Ausdruck kriege, sondern als Mail und mir dann überlegen kann, drucke ich es aus. Lebenszyklus der Hard- und Software. Wenigstens gibt es ein paar Kunden, die zumindest dann, wenn die Hardware abgeschrieben ist, sagen, jetzt müssten wir was investieren. Aber jedem muss klar sein, das lebt nicht ewig, das verliert an Leistung. 3 Jahre, 5 Jahre, auch wieder je nach Hersteller und Investitionen in das System sind schon sehr, sehr viel. Die Internetanbindung ist, wie es vorher angesprochen war, wenn die IT ausfällt, weltweit die IT, elektromagnetischer Impuls, aber eher unwahrscheinlich, aber die Internetverbindung, dass die Kommunikation ausfällt. Auch wieder ganz einfach, wenn ich kein Internet habe, sich aber auch immer überlegen, welche Alternativen habe ich, wie kann ich anders kommunizieren, habe ich vielleicht ein Mobiltelefon, das sogenanntes Tethern kann, ein Hotspot, das ich über das surfen kann. Wie kann ich einfach das Problem auch kurzfristig umgehen? Lizenzmanagement ist nach wie vor ein Thema, ich glaube für die Open Source Free Software Community eher vernachlässigbar, aber bin ich genug und ausreichend lizenziert? Und wenn es um Lizenzen geht, kaufe ich mir gerade die richtigen Produkte oder kann ich das nicht eben vielleicht mit einem Open-Source-Tool anders und günstiger schlagen? Ersatzgeräte ist eine Thematik. Es kann nicht immer alles innerhalb von einer Stunde repariert werden. Wie schnell kriege ich dann welche? Die Anti-Malware-Tools und nach der letzten Qualifikation auch im Bereich der Mails ansetzen. Also es gibt Mail-Security-Tools, die hätten bei Loki sehr viel verhindert. Garantien berücksichtigen. Habe ich 3 Jahre auf die Hardware-Garantie oder nicht? Habe ich nur 1 Jahr? Serverraumarchitektur, wir haben jetzt da 27,5 Grad, das wäre für einen Server ein bisschen unangenehm. Mir geht es auch nicht so gut dabei. Es wird warm. Es wird warm. Mobile Endgeräte, ich glaube, da gehe ich ganz kurz drüber, weil wir da schon sehr viele der Punkte angesprochen haben. Wir haben geredet, die Synchronisation ist wichtig, was ich alles drauf habe. Und gerade Mobiltelefon ist ein Thema, habe ich ein Ersatzgerät, weil kommunizieren, angerufen werden, SMS schreiben, das sind die 2 wichtigsten Grundfunktionen normalerweise, Facebook und so jetzt eher weniger. Mhm. Kann ich das noch und da kann ich jedes andere Gerät nehmen, muss ja nicht das älteste wegschmeißen. Auslandstarife und wer, weil vor allem innerhalb des Unternehmens, wenn es Firmentelefone gibt, wer darf, wann, wohin, wofür das Telefon mitnehmen, wo liegen lassen, wie verwahren, wie versperren. Verfügbarkeit und Erreichbarkeit, sich bewusst sein, auch Software hat einen Lebenszyklus. Ganz schwierige Sachen, gerade Buchhaltungssysteme, wenn man selbst seine Buchhaltung macht, ich sichere die Buchhaltungsdaten weg, kriege ich die dann noch auf? Ganz ein schwieriges Thema manchmal. Kann ich meine Daten überhaupt in einigen Jahren noch lesen? DocX ist auch schon so eine dieser Thematiken gewesen, wobei meistens umgekehrt, dass man DocX nicht aufgekriegt hat. Brauche ich von außen Zugriff auf meine Daten? Ist das wirklich notwendig? Oder ist es besser, als ich habe die Noten auf meinem Gerät gespeichert, lasse ich sie am Server in der Firma und greife bei Fernwartung zu. Firewall-Konzepte. Fernwartungen, lasse ich die zu, lasse ich sie unautorisiert zu, wann lasse ich sie zu? Und die Daten beim Systemwechsel übernehmen. Die Punkte, die hier genannt sind, die können Sie natürlich auch als Checkliste verwenden und sich selbst die Frage stellen, können Sie diese Fragestellungen alle beantworten? Wenn ja, dann ist es gut. B, wie beantworten Sie es und wie wollen Sie es in Zukunft beantworten und welche dieser Fragestellungen wird für Sie in Zukunft mehr Bedeutung bekommen oder auch für Ihre Kunden logischerweise und welche vielleicht ein Stück weniger. Datensicherung ist auch noch ein wesentliches Thema. Mhm. Und Datensicherung, so kann es auch ausschauen, wenn ein Backup-Server ein bisschen zu viel Temperatur abkriegt. Hoffentlich nicht. Also in dem Fall bei Brand ist es dann schwierig, das in ein Datenrettungslabor schicken kostet viel Geld, daher auch wieder hier einfach eine Platte nehmen, auslagern.
Bei der Datensicherung sind immer zwei Wege zu berücksichtigen. Wenn ich was sichere ich? Für wie lange will ich diese Sicherung vorhalten? Wofür brauche ich diese Sicherung? Einfach damit ich mich wohlfühle, damit ich Archiv habe, damit ich gleich weiterarbeiten kann. Wohin sichere ich das? Auf extern, in die Wolke, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Durch wen lasse ich die Sicherung durchführen und wann mache ich die, in welchen Zeitintervallen? Und da kommt jetzt ein Punkt, der wird oft vergessen, auch von IT-Dienstleistern, die Wiederherstellung. In umgekehrter Reihenfolge, weil auch da ist wieder die Frage, wer kann die Wiederherstellung durchführen? Der ITler oder ich selbst? Muss ich ihn holen, muss ich ihn nicht holen? Gibt es eine Einschulung? Kann ich was falsch machen? Wichtig ist, dass ein Backup kein Archiv ist, keine Garantie darauf ist, dass es funktioniert und es muss regelmäßig geprüft werden. Nochmal Ausgabe der Zeit, ich würde uns diese Dinge zusammenfassen. Ich glaube, einen Aspekt würde ich noch gerne anschneiden, wir haben jetzt knapp 10 Minuten noch, ist das Thema Cloud, weil das ja natürlich auch immer wieder kommt im Sinne von einer Sourcing-Strategie. Wie sehen Sie als Experte das Cloud-Thema? Geben Sie Ihre Daten gerne irgendwo hin? Wenn ja, was muss der Rahmen sein, dass Sie Ihre Daten wohin geben? Die Cloud ist eigentlich eine Wunschvorstellung, die Steve Jobs vor vielen, vielen Jahren einmal hatte. Und an der Anführungszeichen ist ja bisher ein Marketingbegriff, weil Systeme, dass ich über die Fernwartung in meine Firma zugreifen kann, um auf Daten zugreifen, was die Definition einer Private Cloud, einer privaten Datenwolke ist, das hat schon länger gegeben. Clouds sind natürlich sehr interessante, knuffige Teddybären, die allerdings auch eine Schattenseite haben in ihrer Planung. Und da gibt es ein paar Anhaltspunkte, die wir in der Expert Group auch aufbereitet haben. Da wird es heute auch noch eine Leitfaden geben für kleine und mittelständische Unternehmen, Wege in und aus der Cloud. Wichtig ist einmal die Frage des Speicherortes. Speichere ich im Inland oder im Ausland? Das kann auch juristische Implikationen haben. Dürfen die Daten, die ich gerade speichere, überhaupt ins Ausland und dann in dieses Ausland, wo diese Wolke steht? Es gibt heimische Anbieter. Die Post hat einmal auch so schön diesen Vergleich gemacht mit Mail und Brief. Ne? Die haben das ja recht gut symbolisiert, was das auch heißt. Eine wichtige Frage, und Cloud geht es eigentlich nur darum, dass ich diese Grundfragen beantworte und das nicht naiv herangehe und sage, ah, da gibt es einen Anbieter, 4,50 Euro, juhu, und geht schon, iCloud ist dann der letzte Schluss der Weisheit oder Gmail und Google. Dann wem gehört die Infrastruktur? Kann ich dort wen anrufen, wenn meine Daten weg sind? Habe ich dort Unterstützung? Was kann der mit meinen Daten machen? Also bei Facebook war die Überraschung groß mit Opla, die Bilder meiner Kinder gehören nicht mehr mir, die gehören Facebook. Facebook kann damit tun und lassen, was es möchte. Wer hat Zugriff? Das ist auch immer eine Frage. Dort, wo ich es hinlege, vertraue ich dem wirklich so, dass nur die Zugriff haben. Es gab da einen Fall einer sehr, sehr großen Kammerorganisation, die ihre Daten von heimischen Exchange-Anbietern weggegeben hat, in die Wolke, weil sie gesagt haben, wir vertrauen nicht mehr dem Zugriff. Ob das so gescheit ist, weiß ich nicht. ECG und Mediengesetz Einhaltungen gelten auch für Cloud-Dienste, Cloud-Inhalte, weil es deren sehr mannigfaltige gibt. Und diese überall Verfügbarkeit, die mir ja die Datenwolke verspricht, ist das ein Fluch oder ein Segen? Das muss ich mir auch überlegen, weil, sind wir uns einmal ehrlich, wir haben vor 20 Jahren ohne Mobiltelefon auch überlebt. Brauche ich das immer? Das auch immer für mich in dem Hintergrund, ich muss einmal davon ausgehen, dass meine IT vielleicht nicht funktioniert. Wie kann ich dann in Alternativen weiterarbeiten, zumindest so lange weiterarbeiten, dass ich keine Kunden verliere? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und da gibt es halt diese klassischen Dinge. Auch wir stehen da mit Stift und dem und nicht mit dem iPad, auch wenn wir es haben, und schreiben mit, oder damit wir niemanden beleidigen, Samsung Galaxy und Surface. Sondern das sind noch die alten Medien, die sind da. Und wir haben Kunden, die vermissen ihre Schreibmaschine, die vermissen ihre ausgedruckten Daten, weil die waren einfach immer da. So sehe ich die Cloud, die kann ein Segen sein, die kann ein Fluch sein, gerade für Unternehmen, die am Anfang stehen. Aber was ganz wichtig ist, Beispiel Office 365, ich habe da ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, um Word, Excel reinzulegen. Ich habe es auf meinem Mobiltelefon, ein tolles Tool. Jeder, der mal ohne Internet zugegriffen hat und dann kam, konnte nicht überprüft werden, Daten können nicht aktualisiert werden. Was, dass das schon mal irgendwo einen Haken habt mit der Zeit, und aber auch diese Abhängigkeit, in die ich mich dann einem Anbieter begebe. Und da ist immer die Frage, wie komme ich aus der Cloud wieder raus, wenn ich sie nicht mehr will, wenn ich sie anders haben will. Ich muss immer aufpassen, dass das keine Einbahnstraße wird, weil die Anbieter alle, von Adobe, Microsoft, Apple, drängen in diese Richtung, logischerweise.
Das ist ja der Wunschtraum eines jeden Unternehmens, dass ich die Daten meiner Kunden habe, er regelmäßig Geld einwerfen muss und ohne mich fast nicht mehr arbeiten kann. Die Situation würden wir, bis auf die kriminellen Energien, die es jetzt schon tun, aber das ist eigentlich so dieses Idealverhältnis. Tue Gutes, werde dafür bezahlt, rede darüber. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck des Wirtschaftens. Mhm. Danke für einmal diesen kleinen Ritt durch das Thema Cloud. Wir haben jetzt noch zwei technische Fragen. Ich stelle dir mal, vielleicht kann man die ganz kurz beantworten. Vom Herrn Meyer: Hat ein Login mit Microsoft Konto-Admin Rechte am lokalen Rechner? Ich hoffe, ich habe jetzt die Frage richtig verstanden. Es gibt unter den Windows-Systemen die Möglichkeit, dass ich kein Benutzerkonto lokales habe, sondern mich mit dem Windows-Konto anmelde. Ich hoffe, dass die Frage in die Richtung geht. Technisch gesehen muss man die Frage so gar nicht beantworten. Der Microsoft-Konto-Admin hat natürlich Rechte im lokalen System, wenn ich ihn als Benutzer dort zulasse, klar. Wenn ich ihn dort aussperre, kann er auch auf Daten zugreifen, aber die Frage ist gar nicht, ist immer wieder der Punkt. Microsoft kann dank der Euler, die man am Anfang akzeptiert, wenn man diese 400 Screens hier alle lesen, sowieso auf die Daten zugreifen und behält sich auch das Recht vor, wenn man sich das Ganze durchliest. Das ist spannend wie ein Albtraum. Vom Datenschutz her, hoffe ich, habe es richtig verstanden, also kann natürlich Zugriff auf das lokale System haben, vor allem dann, wenn ich meinen lokalen Browser change und mit dem Windows-Admin, mit dem Online-User einsteige, was die Systeme ja auch bevorschlagen. Mhm. Und dann haben wir noch eine zweite Frage. Hilft der Passwortschutz in einem ZIP vor Krypto-Ransom? Die Krypto-Ransomware hat grundsätzlich nicht das Ziel, Passwörter auszulesen. Jetzt könnte man zynisch sagen, auf der einen Seite, ja, es hilft davor, weil es den Ransom eh nicht interessiert. Die ZIP-Datei ist trotzdem verschlüsselt. Das Optimale daran, sie ist verschlüsselt, man kommt an die eigenen Kennwörter nicht mehr ran, also sie sind dann optimal geschützt. ZIP würde ich auf keinen Fall nehmen. Es gibt für solche Dinge Programme, Passwortverschlüsselungssysteme, es gibt KeyPass, es gibt TrueCrypt, da gibt es sehr, sehr gute Tools, wo sich eben die Open Source und Free Software Community darum kümmert, dass die auf allen Betriebssystemen laufen. Sowas würde ich eher nehmen. Eine ZIP-Datei, die ist ungefähr so produktiv wie ein passwortgeschütztes PDF-Dokument, kostet $34 und sie haben eine Webplattform, wo sie jedes PDF, das mit Kennwort geschützt ist, aufbrechen und umwandeln in ein Format, das sie wollen. Also das ist, ZIP ist bitte nicht sehr empfehlenswert. Das schützt sie nicht davor. Mhm. Und es hat auch eine Anfrage gegeben vom Herrn Schwendt, der würde gern bei der Expert Groups IT Security mitmachen. Da schlage ich vor, dass wir nachher die Verlinkung machen. Also Sie sind natürlich gerne eingeladen, sich an der Expert Group zu beteiligen. Die ist grundsätzlich ja offen für Experten. Sehr herzlich. Vielleicht haben wir schon jemand geworden, oder? Sie haben noch ein Bild mitgebracht, nämlich das Wirkungsdreieck. Das würde ich ganz gerne noch herzeigen. Weil so schaut es aus ohne Profis. Ich glaube, da kann sich jeder sein Bild darüber machen und jeder kennt wahrscheinlich auch solche Bilder, hoffentlich nicht von der eigenen Infrastruktur. Aber das sind keine geklauten, das sind Bilder, die mir in meinem Berufsalltag begegnet sind, bevor wir in diesen Systemen aktiv sind. Ich glaube, das ist ein spannendes Bild. Was sind vielleicht noch ein paar Worte von Ihnen dazu? In der IT-Sicherheit oder grundsätzlich in allen Belangen der IT gibt es ein Wirkungsdreieck, das besteht aus der Sicherheit, der Bequemlichkeit und den Kosten. Und ich kann mich immer nur an eine dieser drei Spitzen annähern. Wenn ich jetzt hohe Sicherheit haben möchte, dann gehen Bequemlichkeit und Kosten einfach zu Lasten dieser Geschichte. Und das heißt, die Kosten steigen, die Bequemlichkeit sinkt. Leider ist das Problem, man so versucht es entweder in Richtung der Bequemlichkeit oder in Richtung der Kosten zu drängen, da sehen Sie schon, da leidet die Sicherheit darunter. Es muss nicht alles mit hohen Kosten verbunden sein, es kann eben auch damit sein, mit dem Verlust von der Bequemlichkeit. Es kann nicht sein, dass man beispielsweise sagt, ich möchte von überall auf die Daten meiner Firma zugreifen, aber ich möchte dafür keine 4 Kennwörter eingeben oder ich möchte dafür keine entsprechende Firewall kaufen. Ich will Schutz der Daten auf meinem Notebook haben, aber ich möchte mir kein Verschlüsselungsprogramm antun. Oder die Daten sollen vor Fremdzugriff geschützt sein, aber ich möchte dann kein Kennwort eingeben, um an die Daten ranzukommen. Was ist, wenn ich das Kennwort verliere? Also da ist natürlich, und da waren wir am Eingangspunkt, unsere Branche gefordert. Wir müssen in der Sprache der Kunden sprechen, wir müssen klarer machen, worum es geht und vor allem mal differenzieren, wer ist wofür zuständig. Die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht. Es gibt Ausnahmen, die sind Experten in sehr, sehr vielen Bereichen, aber die können auch nicht alles.
Und ich muss mir einfach, wenn ich an das Thema rangehe, sagen, geht es mir um die Sicherheit und die Bequemlichkeit und um die Kosten. Und dessen muss man sich bewusst sein. Das ist jetzt natürlich schwierig, am Kunden zu sagen, du bist bequem, deswegen leidet deine Sicherheit drunter. An dem Wording feile ich auch noch. Manchmal sind die unangenehmen Botschaften aber die wichtigen Botschaften, weil dann bewegt sich was in die richtige Richtung. Wir haben fast eine Punktlandung. Ich hoffe, wir haben Ihre Zeit gut genützt. Sie haben einiges mitnehmen können. Herr Kotschak, Ihnen vielen Dank für die Ausführungen und auch für die Vorbereitungen. An alle Teilnehmenden herzlichen Dank fürs Teilnehmen. Es wird im Herbst weitere Webinare von der Fachgruppe UBIT geben und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen und sicheren Nachmittag. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen. Wiedersehen.